Das ist der Film Das Haus, das unfertige Haus. Die Hausherrin steht schon oben und guckt. So, jetzt gucken wir von der Fauststraße, jetzt sehen wir den Eingang hier entlang. Jetzt geht es hier weiter. Ich schwenke mal kurz hier rüber zum Nachbarn und wieder zurück. Jetzt kommt hier die große Hecke aus den Spitzahorn. Setzlingen. Jetzt kommen wir hier zu der Ecke. So, und das ist das Straßenschild, die Fauststraße, unschwer zu erkennen. Ne? Jetzt gucken wir uns mal das Haus von Weitem an. Aber da ist jetzt irgendwie nicht so viel zu erkennen. Man kann halt nur mal auf die andere Straßenseite gehen. Da ist jetzt schwer was los. Die Hausherrin ist immer noch an ihrem Haus oben. Wir gucken, dass ich nicht überfahren werde hier. Ja, und da sieht man das Haus in voller Pracht jetzt mal hier da. Wir gehen jetzt mal hier weiter an der Wand entlang da, so und gucken uns das Haus jetzt mal von der Ostseite an. Quatsch, von der Westseite natürlich, da, wo die Sonne untergeht. Also wir gucken von Westen nach Osten auf das Haus hier. Das ist jetzt so groß, da kriegt man das ganze Haus gar nicht drauf. Überhaupt ein riesiges Haus hier. So. Wir gehen jetzt mal zur Terrassentür rein. So, da kommen wir gleich hier in den größten Raum hier. So, wenn man hier nicht hinfahrt, wird es natürlich bedeutend dunkler hier. Wie man sieht, ist hier natürlich jetzt noch keine Einrichtung drin. Da wird mal die Küche stehen und das hier, ja, ich will es jetzt nicht so ausführlich machen, das ist der Übergang in mein Arbeitszimmer. Da ist so ein Eckfenster, so, und hier ist noch ein Fenster, und hier ist auch noch ein Fenster. Na, ich gebe ja zu, es sind viele Fenster, man kommt aber trotzdem vor, als wenn es wenig Fenster gäbe. Mal gucken. Und auch die beiden Türen hier zur Terrasse hätten meiner Meinung nach ein bisschen größer werden können. Aber ich will nicht meckern, es ist trotzdem alles wunderbar hier. Ja, ne? Da fährt gerade draußen der Bus vorbei. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ah, ja, wir gehen vielleicht mal durch die Küche raus und gehen, jetzt kommt eine lange Fahrt, wir gehen in den Gang. Oder ne, einmal vielleicht nochmal zurück, wir sind immer noch im Wohnzimmer und gucken mal nochmal in mein Zimmer rein und gucken am Ende des Zimmers, da genau auf dem hoch komponiert hier, ist da die Birke genau an meinem Fenster hier in meinem Zimmer. Jetzt gehen wir mal woanders. Wir gehen jetzt durch den Gang. Ja, nee, der Gang, da ist zu viel los. Dann gehen wir hier wieder durch das Hauptwohnzimmer raus. So. Und wo kommen wir denn jetzt hin? Ja. Hier ist dann der Hauswirtschaftsraum. Nee, wir wollen ja mal einfach mal so spaßeshalber in die Toilette hier rein. Da. Ja, das ist die Toilette. Na, da sieht man jetzt nicht so viel. Naja, gut, das ist nicht so ganz das Tolle hier. So, wir machen aber doch noch mal einen Weg eigentlich noch zum Schluss. So, das schönste von das schönste Zimmer, wo ich das nicht haben möchte, ist natürlich das Zimmer von der Chefin. Hier ist noch mal, ach Jesus Gott, wie kommt man denn da jetzt überhaupt hin? Das ist jetzt sehr, sehr schwierig. Da müssen wir noch mal durch die Küche hier durchgehen. Ja, und am besten gehen wir von nochmal nach draußen. So, Moment. Sind wir hier draußen und gehen nochmal in die Terrasse rein. Und das ist das Privatgemach von der Hausherrin, von Frau Elisabeth Menne. So, und da guck mal hier diesen wunderbaren Ausblick hier da. Da gehen wir nochmal zurück hier. Das ist so direkt auf der Ecke, ja. So sehen die Decken jetzt übrigens noch aus, da so. Also ob das interessant ist. Aber das ist der Blick hier aus dem Zimmer von der Elisabeth. So, jetzt noch einmal ein Schwenk im Schlafzimmer. Einmal die zwei hohen Fenster zur Straße. Dann der Blick auf die Terrassentür. Dann das kleine Fenster. Hier in die Ecke kommt das Bad. Und nochmal ein liegendes Fenster und jetzt hier nochmal die Eckfenster nach draußen. So, und jetzt geht es
durch den Balkon auf die Terrasse. Das ist jetzt der Blick von der Terrasse über auf die Nachbarbebauung. Es ist jetzt nach 18 Uhr. Hier die kleine Terrasse nebendran. Da geht der Kamin hoch und wieder zurück. Und das hier ist, wie man unschwer sieht, die Hausherrin. Oben auf dem Dachfirst. Und sie guckt gar nicht. Da filmt man sie schon, dann guckt sie gar nicht. Also es ist also unglaublich. Ja, das ist das jetzt hier im Gegenlicht. Die Sonne scheint. Es ist abends 6 Uhr fast. Oder eine halb 6. Und das hier sieht das Haus von hinten aus. Wollen wir doch auch mal gucken. Es ist eigentlich verwackelt. Aber da scheint jetzt noch die Sonne drauf um diese Zeit. Ne? Jetzt hat man es von überall gesehen. So.